Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. ...1880 Athletinnen und Athleten und nach 72 Jahren wieder olympisches Feuer in der Schweiz. Geht's also doch. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Die Olympischen Jugendspiele vom Januar in Lausanne sind Geschichte. Für die teilnehmenden Athletinnen und Athleten bleiben unvergessliche Momente. Für die Organisatoren wertvolle Erfahrungen für die Durchführung von grösseren Multisportanlässen. Die nächsten warten mit der Universade in Luzern bereits nächstes Jahr auf uns. Im Olympiajahr 2020 mit Hinblick auf Tokio rückt der Spitzensport auch in der Schweiz wieder mehr in Fokus. Erwartungen und Hoffnungen werden gesetzt, nicht zuletzt auch auf olympische Medaillen. All das gibt es aber nicht umsonst. Über das rede ich unter anderem die Woche mit meinem Gast, Roger Schneck, seit 2012 Direktor von Swiss Olympic. Roger Schneck kommt selber ursprünglich aus dem Volleyball und ist vor seinem Engagement bei Swiss Olympic Leiter vom Sportamt der Stadt Bern gewesen. Grüezi, Herr Schneck. Guten Tag. Herr Schneck, olympische Jugendspiele in der Olympiastadt Lausanne trotz bisher 50 gescheiterten Olympiakandidaturen seit St. Moritz 1948. Geht es also doch? Ja, es geht doch. Wobei man muss auch ganz klar sagen, dass Jugendspiele und die grossen Spiele sind schon ganz zwei unterschiedliche Geschichten. Also es ist rein budgetmässig, organisatorisch vom Volumen her überhaupt nicht vergleichbar. Aber es hat gezeigt, dass man mit gewissen Ansätzen, mit gewissen neuen, innovativen Ideen, aber auch wirklich Spiele eigentlich in der Schweiz sehr gut möglich sein. Nichtsdestotrotz, olympische Fackeln ist da, es gibt eine offizielle Hymne, es gibt ein olympisches Dorf für die Athleten, also es hat auch viele Gemeinsamkeiten. Also absolut, oder? Also es ist vor allem eben die es ist ganz vieles vergleichbar, halt einfach im kleineren Rahmen. Es gibt auch mehr Spielraum bezüglich zum Beispiel auf dem Wettkampfformat. Es muss nicht alles so gross sein, rein auch schon von der Zuschauermenge her. Ob schon, dass wir eigentlich überrennt sind worden, fast von Zuschauern, ist es natürlich gleichwohl. Es braucht nicht so viele grosse Stadien, Infrastrukturen, wie das sonst eigentlich der grosse Spiel ist. Aber natürlich die Emotionalität und ganz viel, was mit olympischen Werten zu tun hat, geht, sage jetzt mal, mindestens so gut kann man das überbringen an den Jugendspielen, wie man das vielleicht an den grossen Spielen machen kann. Also durchgeführt worden sind ja alle die winterolympischen Sportarten, wie man sie kennt, von den grossen Spielen. Ja, das ist richtig. Also, wobei es ist jetzt dank dem, dass die Schweiz eigentlich sehr gute Infrastrukturen bereits hat, über das ganze Land verteilt oder im angrenzenden Ausland, haben wir das Privileg gehabt, eigentlich alles können durchzuführen. Das ist nicht immer so. Also in anderen Ländern bei den Jugendspielen hat man verzichtet man zum Beispiel vielleicht auf das Bobfahren oder auf das Speedskating. Das war bei uns auch ein Thema gewesen. Will man das überhaupt anbieten? Warum es eben in dem grossen Raum Lausanne, sage ich jetzt mal, das eigentlich nicht hatte. Man hat sich aber entschieden, dass man das eigentlich machen will, zugunsten auch von den Jugendlichen. Und ist dann eben eigentlich auf die innovative Idee gekommen, auf dem gefrorenen See oder eben Bobbahn St. Moritz ist natürlich historisch. Und von dem her ist das eigentlich sehr gut rausgekommen. Und wie haben wir denn das gelöst? Olympisches Dorf, das ist ja für die Athletinnen und Athleten, das ist eine Erfahrung an und für sich schon alleine. Jetzt mit dieser Distanz, also Lausanne-St. Moritz, hat man die einfach dort oben in eine Dépendance da? Oder wie hat man das gelöst? Ja, es hat eigentlich zwei Dörfer gegeben. Also eins war wirklich in Lausanne gewesen, und das sind alle Athletinnen und Athleten, sie haben in Lausanne, sie sind stationiert gewesen, sie von dort aus ihre Wettkampf Gebiet gegangen oder Wettkampfinfrastrukturen, mit Ausnahme eben von den Athleten, die in St. Moritz waren. Dort hier ist nicht die Jugendherberge von St. Moritz ist umgewandelt worden in ein olympisches Dorf, in Anführungszeichen. Und das sind eben die Athleten vom Bobskeleton und vom Speedskating sind dort gewesen und haben auch ein bisschen im kleineren Rahmen natürlich, aber auch das Feeling vom Olympiadorf dürfen miterleben. Und Sie sind selber dabei gewesen. Es hat eine olympische Eröffnungsfeier in St. Moritz. Wie ist jetzt das vergleichbar? Sie sind als Teamchef mit den Beachvolleyballern in Peking gewesen. Natürlich viel grösser. Ja. Aber wie ist jetzt das? Was nehmen Sie mit von dieser Eröffnungsfeier? Also jetzt St. Moritz war schon noch ein speziell gewesen, weil es ist,
Also es war sehr sympathisch gewesen, auch schweizerisch, sage ich jetzt mal, oder? Und natürlich war es nicht vergleichbar gewesen mit dem, was in Lausanne abgegangen ist. Oder? Man hätte ja das nicht schauen können. Aber sie hatten auch einen Umzug gehabt. Also sie sind eigentlich vom Olympischen Dorf, also von der Jugendherberge, sie sind dann in einem Umzug mit Fahnen und mit Musik. Hat es eine Parade gegeben, wo sie auf den Dorfplatz kamen. Dort hat es einen Empfang gegeben. Das ist eigentlich die Bevölkerung von St. Moritz und natürlich Familie. Angehörige waren dort nachher und das war eigentlich auch sehr sympathisch gewesen, jetzt dort hier nachher auf der Bühne. Hat man auch zuschauen, ist übertragen worden nachher von Lausanne und hat dann in diesem Sinne auch eine kleine, aber doch glaube auch eine würdige Feier gegeben. Was würden Sie jemandem erzählen? Was ist der olympische Spirit, den es jetzt hier ja auch gegeben hat, der halt im Zusammenhang steht, ausschließlich mit Olympiade und nicht mit WM und EM? Wie würden Sie den beschreiben? Also, es ist halt schon, vielleicht ist sogar bei den Jugendspielen noch mehr zum Tragen gekommen als sonst bei den grossen Spielen. Und die Bevölkerung ist natürlich auch mit den Athletinnen und Athleten problemlos in Kontakt gekommen. Weil man hat ja alles mit dem öffentlichen Verkehr gemacht. Also die Jugendlichen sind von, und auch Trainer, Funktionäre, auch IOC-Mitglieder, die sind eigentlich alle von Lausanne aus mit dem Zug, mit dem offiziellen Bus, sie sind nachher an die verschiedenen Wettkampfsportstätten gegangen. Und die hat man überall wahrgenommen und gesehen. Oder? Sie sind dann die Jugendlichen in den Wettkampfdress oder was auch immer, sie sind bereits in den Zug hineingehockt. Und einfach das Zusammensein, oder? Also auch in Lausanne selber nachher, in der Medalplaza am Abend, das sind die 70 Nationen, die sich getroffen haben, der Austausch auch. Man hat natürlich auch viele verschiedene Kulturangebote gehabt nachher, die man können ausprobieren konnte, sich getroffen aus den verschiedensten Ländern. Und das ist schon so eine wirklich Volksfeststimmung, aber halt, wo sich die ganze Welt, Jugendwelt vor allem trifft. Und das ist schon etwas, so das gemeinsame Erlebnis. Und natürlich hat man noch Glück gehabt, es war schön Wetter gewesen, die ganze Zeit, es ist gut gelaufen, die Medienberichte waren sehr positiv gewesen, wir haben viele Medaillen gewonnen. Und das hat so ein Wir-Gefühl fast ein bisschen gegeben, das uns selber überrascht hat, dass das in dieser Deutlichkeit hätte passieren können. Wenn wir jetzt, Sie haben gesagt, wir haben viele Medaillen gehabt, wir haben auf der anderen Seite das Volksfest. Also die Schweiz hat so eine ambivalente Haltung zu Spitzensport. Also wir haben sehr gerne Breitensport. Wir gönnen, ich sage jetzt mir bewusst, auch gerne Medaillen. Hat aber immer einfach die Seite von dem, was es dann dazu braucht. Das ist dann immer ein bisschen schwieriger zu vermitteln. Jetzt reden Sie auch hier von Volksfest, von jungen Athletinnen und Athleten. Was war die Zielsetzung von Swiss Olympic an die 112 Athletinnen in dieser Schweizer Delegation? Hat es Vorgaben gegeben? Nein, also wir haben keine Vorgaben. Das Ziel ist für uns, das ist eigentlich wirklich so, auf dem Weg zu den Olympischen Spielen ist das ein Meilenstein. Aber es ist immer noch ein weiter Weg. Oder? Für die Jugendlichen ist eigentlich, das so ein erster Grossanlass, internationaler, wo sie das mal spüren, wie das ist, in einem Dorf zu wohnen, mit anderen Athleten zusammenzukommen, vor vielen Zuschauern jetzt auch mal aufzutreten. Es hat im Eishockey 8'000 Zuschauer, im Eiskunstlauf 5'000 Zuschauer immer gehabt. Oder? Und das ist oftmals das erste Mal gewesen für die Athletinnen und Athleten, dass die vor so vielen Zuschauern gespielt haben. Und das ist, glaube ich, sehr eine wertvolle Erfahrung gewesen. Und für uns war das wirklich das Ziel, auch für das Team, organisatorisch, Trainer und so, dort können Erfahrungen sammeln und das Zusammenleben mal zu prüfen oder zu testen. Und natürlich, das sind alle Spitzensportler, oder, die dort teilgenommen haben, die wollen gewinnen. Oder? Das ist auch klar. Also, das muss man, und die sollen auch so mit dieser Meinung kommen, die machen schon, auch wenn die erst noch sehr jung sind, aber die haben auch wahrscheinlich schon seit 10 Jahren oder mehr ganz viel Zeit und Energie in ihre Karriere investiert. Und darum hoffentlich gehen sie hier für ihre beste Leistung abzurufen dort. Und das war eigentlich auch das Ziel gewesen, dass jeder eigentlich möglichst seine beste Leistung erbringen kann. Wintersport ist natürlich in der Schweiz sowieso wichtig. Auch im Vergleich zu unseren direkten Nachbarn ist es also eine kleine Hassliebe. Nichtsdestotrotz, man investiert. Man darf man nicht außer Acht lassen. Man investiert auch viel. Jetzt gerade in einen Sportart wie Skifahren, das kostet viel Geld. Da bis ein junger Athlet schon nur, also Jugendspiel kann. Haben Sie dann gleich das Gefühl, die werden auch vom Publikum, von der Bevölkerung als Spitzensportler wahrgenommen? Ja, ich glaube schon. Also, wenn man die Leistungen sieht, glaube ich auch, dass die
Schweizer Bevölkerung eigentlich sehr wohl auch Freude hat auch im Spitzensport. Oder? Natürlich ist der Spitzensport hat auch seine Schattenseite, das ist auch klar. Also man liest immer wieder Doping, Korruption und so weiter. Oder? Das ist natürlich ein Problem, aber unter dem Strich, wenn man schaut, was am Wochenende alles im Sport passiert, nicht nur in all diesen Vereinen, 20'000 Vereinen, sondern eben auch im Spitzensportbereich, ist das schon fantastisch. Und ich glaube, es kann nichts so Emotionen auslösen und auch ein Wir-Gefühl auslösen, wie das eben vielleicht der Sport kann machen. Sei das eben Olympische Spiele, aber auch jetzt, wenn eine Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz ist oder eine Fußball-Europameisterschaft oder Nino Schurter, der irgendwie Lenzerheide Weltmeister wird, das ist unglaublich, was das an Emotionen mal auslösen. Und das ist auch, glaube ich, auch sehr wichtig für ein Land. Von den 112 Athleten, die jetzt, Athletinnen und Athleten, die jetzt da waren, ich meine, Sie haben das selber gesagt, haben schon einen langen Weg hinter sich. Die sind schon ziemlich an der Spitze, vielleicht an der EM oder WM in ihrer eigenen Sportart schon gewesen. Unterm Strich, auf dem Weg nach Olympia, an die grossen Spiele. Wie viel schaffen Sie jetzt von diesen 112? Werden wir sehen. Schwierig zu sagen. Was braucht es dann, dass es dann nachher gleich langt? Ja, also es muss viel zusammenstimmen. Oder? Das ist ein riesen Puzzle und das fährt ja schon viel früher an. Eigentlich. Nicht erst in den Jugendspielen. Ich glaube, ganz wichtig fängt es an, und das ist vielleicht der grösste Förder oder der wichtigste Part, sind auch die Eltern von den Kindern, dass sie ein Umfeld haben, wo ihnen das ermöglichen, den Weg, wenn sie auch das Talent haben. Dass sie, viele Sportarten kosten viel Geld. Das ist auch nicht, jede Sportart kann nicht von allen Kindern leistungsmässig betrieben werden, leider. Das ist auch ein Fakt. Und nachher braucht es natürlich auf diesem Weg, muss immer das Umfeld muss eigentlich mitgehen und mitwachsen und auch irgendwie professioneller werden. Oder? Also heute, wenn ich schaue, wie vor 20, 30 Jahren gewisse Sportarten betrieben wurden und wie das heute ist, dann lenkt das nie mehr hin. Oder? Also wenn man das international ist, die Leistungsdichte extrem viel grösser geworden. Es braucht professionellere Leistungszentren. Man muss schon im Nachwuchs muss man sehr viel investieren. Also je nach Sportart ist es wie selbstverständlich, dass man ab 12, 13 zweimal pro Tag trainiert. Und also es gibt wirklich eine extreme Fokussierung auf den Sport. Und wir sind auch gefordert, dass wir durch die Rahmenbedingungen bieten können, dass man es schweizerisch machen kann, einen schweizerischen Weg. Der Spitzensport, dass man nebendran allenfalls gleich auch noch eine Ausbildung machen kann. Und dann braucht es aber ein komplettes Commitment vom Athlet selber, von der Athletin und eben auch vom gesamten Umfeld. Und braucht viel Schnauf. Braucht viel Schnauf und nichtsdestotrotz müsst ihr ja auch planen. Haben die Athletinnen und Athletinnen vielleicht auch schon begleitet, bis jetzt auch an die Jugendspiele her? Also müsst ihr ja gleich auch wissen, punkto Talent von all dem, was ihr da seht, in welche Richtung geht es jetzt bei welchem? Also wie macht man so eine Planung, wenn Sie mir jetzt sagen, das ist so schwierig zu sagen, wer es wirklich für euch schafft? Ja, ist es so, oder? Also es ist so, dass eigentlich jeder Sportverband, der bei uns Mitglied ist, wir haben 81 Mitgliedverbände, muss einen Athletenweg aufzeichnen. Den hat man entwickelt in der Nachwuchsförderung, wo man genau eigentlich sieht, ja, in Regel, oder, wie der ideale Weg des Athleten die Weltspitze aussieht. Das fängt eben ganz früh an, wo es spielerische Art ist und so weiter. Und je älter dass der Athlet wird, je spezifischer wird es natürlich seit das Training. Dann sieht man, in welchem Alter sollte er auf welchem Leistungsniveau sein ungefähr. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, das ist auch klar. Oder? Aber ich sehe manchmal den Athletenweg bis in die Weltspitze. Und dann irgendwann weiss man, aha, jetzt geht er raus, oder? Jetzt reicht es nicht mehr. Es gibt so Sportarten, die es relativ gut kann messen kann. Also immer Schwimmen, Leichtathletik, wo man kann sagen, in diesem Alter sollte jemand so schnell sein. Spielsportarten sind natürlich auch wieder schwieriger. Aber gleichwohl hat man so ein bisschen Indizien dafür, um anzunehmen oder ein bisschen objektiver zu messen, der ist noch auf dem Weg oder eben auch nicht. Und es geht auch darum, wenn einer nicht mehr auf dem Weg ist, ihm auch die Chance zu geben, dass er eben einfach eine zweite Karriere, sei es im Beruf oder anders, kann starten. Und jetzt konkret die Jugendspiele. Wie fest fliessen jetzt Resultate auch da in so eine
Beurteilung rein. Ist das wieder nur ein Puzzleteil oder würden Sie sagen, wohl, nein, das ist schon auch ein wichtiger Bestandteil? Also das Resultat ist ein Puzzlestein, aber ich glaube, es ist eine wichtige Erfahrung für die, die Jugendlichen. Oder? Das ist, aber es hat keiner, also nicht so, dass es Punkte gibt oder so. Oder was? Ja, ja, es gibt nicht Punkte, dass man kann sagen, ah, jetzt hast du Punkte, jetzt bist du weiter. So, oder das, ist auch nicht, das kann man so nicht sagen. Es ist auch nur mal 4 Jahre. Also es haben gar nicht alle Jugendlichen, die wirklich talentiert sind, die Chance, können teilzunehmen. Da gibt es auch andere Sichtungstools. Oder? Also wir haben zum Beispiel auch ein Talenttreff in Tenero, seit über 30 Mal, wo stattfindet, wo wir zweimal pro Jahr eine Woche rund 500 Jugendliche, alles Nationalkader-Jugendliche, zusammenziehen in über 20 verschiedenen Sportarten, wo sie zusammen trainieren, wo wir so ausbilden, wo wir eine Wertevermittlung machen, Karriereplanung und so weiter. Also wir sind dort, denke ich, glaube schon mit den Verbänden zusammen recht nah an diesen Talenten dran. Wenn wir jetzt so die Hüllen über die ganze Schweiz ziehen, was würden Sie sagen, wenn man jetzt schaut, in den letzten Jahren, wer sind die erfolgreichsten Sportler gewesen, dann könnte man auch sagen, das sind einfach immer Ausnahmetalente, die die Schweiz hat dürfen profitieren, aber so in der Breite, unten im Nachwuchs, hat es halt fehlt, so ein bisschen der grosse Brocken. Ist das eine falsche Wahrnehmung? Oder machen wir da wirklich mehr und merken es nicht? Ja, ich glaube, wir sind für unsere Grösse vom Land sind wir eigentlich sehr erfolgreich. Also wir haben zwischen 2013 und 2016 haben wir im Elitebereich, also bei den Erwachsenen, sind wir in 53 verschiedenen Sportarten eine Weltmeisterschaft auf dem Podest gewesen. Also wir haben unglaubliche breite Erfolg. Und das ist völlig normal und natürlich, das ist in allen Ländern so, dass ein gewisser Grundstock an Nachwuchsathleten, die diesen Weg gehen. Und dann fallen logischerweise leider also relativ viel raus, oder, nachher, dort Spitze. Und es wird in den Nachwuchswettbewerben sind wir eigentlich noch erfolgreicher, wenn man das so ein bisschen international anschaut. Also die Zukunft des Schweizer Sports, wenn ich Sie unterbrechen darf, macht Ihnen keine Sorgen? Doch, also es sind natürlich immer, also wir sind auf gutem Weg, wir sind glaube ich gut aufgestellt, aber es bewegt sich unheimlich viel. Oder heute ist manchmal, wenn man schaut, eben, dass, wo die Wettkämpfe auch hinvergeben werden, also die Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, ist gängig mehr auch in Ländern, die sich nach unserer Interpretation auch profilieren über einen Sport, die zeigen wollen, dass sie leistungsfähig sind. Also eigentlich ist der Sport wird so ein bisschen zu einem Symbol missbraucht, vielleicht zum Teil auch, um zu zeigen, wie leistungsfähig eine Gesellschaft ist. Oder auch. Ist das etwas Schlechtes per se? Es ist wahrscheinlich besser als Kriege führen, also sogar sicher besser. Es ist nur aus der Sicht von Sportförderung, es ist einfach natürlich, also es ist ja gut, ist es so, oder? Also ich finde es nicht gut, dass man Weltmeisterschaften an Orten hingibt, wo es keine Tradition hat in dieser Sportart. Und das allein hilft sicher nicht, das Land in dieser Sportart zu entwickeln, oder? Aber das ist, aber per se ist die Leistungsdichte, es ist weltweit mehr Aufmerksamkeit und so weiter, das ist gut, aber es macht es für uns nicht einfacher natürlich. Gut, also dann reden wir jetzt über das Geld, weil das hat mit Geld zu tun. Solche Nationen, die, ich sage jetzt, buttern natürlich Unsummen von Geld natürlich dann auch da drin, weil das mit viel Prestige verbunden ist. In der Schweiz, wie sieht es jetzt in der Schweiz aus? Sie haben vorher gesagt, der typisch schweizerische Weg. Genau. Man sucht dann noch eine Ausbildung zu machen mit dem Athlet. Es gibt auch einen typisch schweizerischen Weg, wie unser Sport finanziert ist. Ja, also einmalig auch, typisch schweizerisch-föderalistisch, sehr breit abgestellt, aufgestellt mit allen Vor- und Nachteilen. Also wir haben nicht ein Topf, wo man sagt, da kommt das Geld her. Und wenn also der Topf keine zugeht, Abhängigkeit dafür, lange genau. Weg. Das ist lange Entscheidungsprozess. Sehr typ dafür, wenn man ihn mal hat, dann hat man auch gewisse Zuverlässigkeit. Es gibt andere Länder, da wird einfach von einem Jahr zum anderen wird vielleicht der Hahn zu da und dann ist es erledigt. Bei uns ist es wirklich breit aufgestellt. Also eben wie, ich glaube, am Anfang stehen die Eltern. Oder? Das ist mal ganz zentral. Oder? Und ich glaube, es ist immer noch die Eltern, sind in den meisten Sportarten der Hauptsponsor. Das ist leider so, oder vielleicht ist es so gut so, es ist einfach so in der Schweiz. Oder? Dann hat es Kantone, also Gemeinden, in denen sie Infrastrukturen zur Verfügung stellen, sind ganz wichtige Partner. Dann natürlich die Verbände, die Vereine, da passiert unheimlich viel. Der Bund, nachher, jetzt ist gerade in den letzten Jahren ist extrem viel gegangen, zum Beispiel auch mit Militär, dass man Athleten die Möglichkeit haben, Spitzensport-RS zu machen, irgendwie mehr können. Das ist jetzt gerade Verdoppelung, ist jetzt gerade angekündigt worden, sie können EO-Gelder beziehen.
da ist wirklich viel gegangen. Oder? Und natürlich auch Sponsoren, private Mäzenen. Also darum ist es eigentlich auch wieder da eine Art ein Puzzle, das zusammenspielt, wo man auch gut muss schauen muss, dass die Regeln zusammengreifen und gut aufeinander eingestimmt sind. Und das ist dann eigentlich sehr herausfordernd, warum die Koordination, dass doch recht viel Geld, das in diesem Schweizer Sportsystem ist, dass das möglichst effizient und koordiniert eingesetzt wird. Also kurz vor Rio haben Sie gesagt, Medaillen kostet, Spitzensport so, kostet und haben mal so eine Zahl von 30 Millionen für den Spitzensport in die Politik eingeworfen. Wenn ich Sie jetzt so reden höre, ist in dieser Zwischenzeit offenbar etwas gegangen und man hat sie gehört. Ja, also die Zahl haben wir nicht nur reingeworfen, sondern wir haben sie berechnet. Also die ist auch nicht natürlich, aber 30 Millionen für den Sport in der Schweiz, das klingt so im ersten Moment, Ja, das ist so. Und wir haben es übrigens auch bekommen. Der Ursprung ist interessanterweise eigentlich Graubünden 2022 zu nehmen. Oder? Und dann hat die Politik gesagt, ja, man ist nicht gegen Spitzensport, man ist gegen den Gigantismus und so weiter. Aber dann hat man gesagt, Sport, zeige ich es mal auf, wie man den Leistungssport unterstützen könnte. Und daraus ist dann ein Prozess gestartet worden, wo am Schluss dann so eine Gesamtschau Sport hat das geheissen, wo man Spitzensportkonzept hatte, Breitensport- und Infrastrukturkonzept. Und wir haben dort eigentlich dann aufzeigen, dass man eigentlich, wenn man den Status quo erhalten will, braucht man eigentlich 30 Millionen pro Jahr mehr, vor allem für die Nachwuchsförderung, für die Trainer von den Nachwuchs, trainieren, coachen. Und davon haben wir gesagt, das müsste 15 Millionen von der Lotterie, also sprich von den Kantonen, und 15 Millionen vom Bund kommen. Das war ein langer Prozess gewesen, aber eben schlussendlich haben wir die Gelder dann tatsächlich auch bekommen. Was hat das alles in diesem Prozess rein, mit der, ich sage jetzt mal, Gesellschaft mit dem Spitzensportler, Gesellschaft mit dem Trainer, was hat das mit dem Stellenwert zu tun? Oder wenn, es ist doch noch, also jetzt vielleicht beim Roger Federer nicht, aber wenn einer sagt, ich bin Sportler oder so, ja und was machst du sonst noch? Genau. Ist so ein bisschen die Mentalität in der Schweiz. Also hat man können, auch durch das, den Stellenwert vom Spitzensportler oder auch vom Trainer und vom Betreuer, hat man den ein bisschen können, ich sage jetzt, aufwerten? Also ich glaube jetzt nicht, dass dieser Prozess, das ist vielleicht ein Teil davon, aber allgemein glaube ich schon, dass der Leistungssport... Mehr Geld ist mehr Wertschätzung, oder? Ja, es geht nicht nur um Geld. Natürlich es geht um Rahmenbedingungen. Wenn man so sieht, oder in der Gesellschaft, Politik ist bereit, man macht jetzt etwas, hat schon auch mit Wertschätzung zu tun. Absolut, wobei 30 Millionen allein sind ja nicht nur Wertschätzung. Also es ist doch auch viel Geld, sage ich jetzt mal. Vieles geht um Rahmenbedingungen ermöglichen, oder? Also sei das eben zum Beispiel Sportgymnasien, wo wir zum Glück jetzt relativ viel haben. Es geht um sportfreundliche Arbeitgeber auch, oder? Das sind so Sachen, wo wir glauben, was sehr wichtig ist. Das Bewusstsein ist, glaube ich, auch uns ein bisschen gelungen, auch in den letzten Jahren das können zu schärfen, auch in der Politik oder auch in der Wirtschaft, dass man sagt, all die Talente, die verloren gehen, und das ist leider der grösste Teil, also sportlich verloren geht auf dem Weg in die Weltspitze, die sind eigentlich ein Mehrwert für die Gesellschaft. Also wir sagen aber so ein bisschen, das sind die künftigen Leader der Schweiz. Warum die bekommen eigentlich früh mit schon, müssen die sehr strukturiert ins Leben gehen, langfristig planen, lernen verlieren, wieder aufstehen, oder nachher und so weiter, lernen Risiken einzugehen. Und ganz viele hören dann auf, so um 20 Uhr Nachwuchs, oder vielleicht das Gymnasium gemacht und so weiter. Und dann, dort ist eine grosse so Dropout-Quote, wo man merkt, es reicht halt doch nicht. Und die tun dann sehr oft, investieren die ihre Ehrgeiz, ihre Lebenserfahrung, auch, die sie jetzt gesammelt haben, die Werte, die sie mitbekommen haben, halt dann in eine andere Karriere. Und das ist vielleicht Berufskarriere, in ein Studium und so weiter. Darum die haben eigentlich beste Voraussetzungen nachher. Das ist eigentlich eine Lebensschule für wirklich eine Lebensschule, aber auch für also und darum bringen sie einen riesen Mehrwert, sind wir überzeugt, für die Gesellschaft. Und darum glauben wir auch, dass es sich lohnt für die öffentliche Hand, aber eigentlich auch für Firmen, in die Talente, die es vielleicht sportlich nicht schaffen, also in die zweit- und drittbesten, in die eben auch zu investieren. Wenn wir jetzt gleich beim Spitzensport noch sind und bei dem kleinen Teil, wo es dann vielleicht gleich schafft, wenn wir schon beim Geld sind, lassen Sie mich ein bisschen ketzerisch fragen, was kostet denn die Olympiamedaille? Ja, also eine Berechnung so in dem Sinn habe ich nicht, oder? Also es ist, wenn man den Weg rechnet, oder? Wenn man das wirklich eine ganze Karriere, es ist sehr sportartspezifisch. Ein Tennisspieler
ist eine ganz andere Geschichte, als wenn das ein Fußballspieler ist. Gut, mal die Olympische Spiele oder so. Aber das ist ein, das kann man nicht. Ein Skifahrer ist sicher auch, ein Alpin-Skifahrer ist auch ein teurer Weg. Oder? Und wenn man das jetzt alles rechnet, wenn jetzt ein Kind anfängt, zuerst mal auf den Ski steht, bis es dann doch auf dem Podest ist, das sind sicher Millionen, die das kosten. Oder? Aber es sind eben nicht Kosten, sondern Investitionen. Und auch die es eben nicht schaffen, da hat man vielleicht auch Millionen investiert. Aber darum sind wir eben überzeugt, das ist eigentlich eine Investition in die Gesellschaft. Nachher. All das Geld und die ganzen Projekte, die jetzt so aufgeleistet sind, ist ja auch nicht, das investiert man nicht heute und erntet morgen, oder? Mhm. Also auf wie lange ist das ausgelegt, dass man kann sagen, okay, wir haben mehr Mittel, ich sage jetzt in aller Form, nicht nur Geld, in Sport eingetan. Mhm. Ab wann erhofft man sich, dass das Früchte trägt? Ja, also wie ich bereits gesagt habe, es ist eben nicht, es ist eine Status Quo-Erhaltung mit diesen 30 Millionen. Also darum geht es nicht darum, mehr zu haben. Genau, wir sind ja traditionellerweise gute neue Sportarten, wo wir eben, die Schweiz relativ gute Rahmenbedingungen hat, relativ schnell kann reagieren und auch ein bisschen Geld hat. Aber es wird noch schwieriger, oder? Aber es ist tatsächlich so, wir aus Swiss Olympic, aus Dachverband, wir glauben, wir können uns erlauben, dass wir eben langfristig vielleicht einen 10-Jahres-Plan dürfen haben. Wir sind nicht so unter Druck, wie das vielleicht ein Fußballverein ist, wo jedes Wochenende, oder ein Eishockey-Verein, Swiss-Ski, der jedes Wochenende muss Resultate liefern. Bei uns geht es, glaube ich, wirklich darum, Rahmenbedingungen zu optimieren für den Schweizer Sport. Und das, die hat man nicht von einem Tag zum anderen geändert, oder? Also es geht, wir müssen eigentlich schauen, dass wir in 10, 20 Jahren nach wie vor erfolgreich sind, sportlich, dass die Schweizer Bevölkerung immer noch viel Sport macht und durch das eben auch einen Beitrag an das Wohlbefinden in der Schweiz eigentlich beiträgt. Sie haben das Scheitern von einer von der Kandidaturen schon angesprochen. Ich will gleich noch in dem ganzen Zusammenhang vielleicht das aktuelle Image vom IOC ein bisschen anschauen. Ich meine, die Jugendspiele laufen auch unter dem IOC. In Graubünden und im Wallis sind die Olympiakandidaturen mehrmals gescheitert. In Lausanne hat man ja gesagt, ohne dass es da grossen Widerstand gegeben hat. Und das läuft alles auch unter dem Dachmantel IOC. Also es hat keine Volksabstimmung in Lausanne. Wobei eben, es ist eine völlig andere Geschichte. Oder? Also man hat ein 40-Millionen-Budget im Vergleich zu einem 1 bis 2 Milliarden, sage ich jetzt mal. Oder? Also darum ist es nicht vergleichbar. Das IOC oder der internationale Sport allgemein hat ein Imageproblem, das ist es so. Sie arbeiten stark daran. Wir haben das wirklich so eins zu eins und hautnah erlebt. Sei das in der Kandidatur mit Sion 26, die Unterstützung und auch der Wille und auch das uns verpflichten, dass man eben nicht irgendetwas baut. Beispiel Speedskating, haben sie uns auch klar gesagt. Genau, gesagt, macht das ja nicht, geht nach Holland oder geht nach Deutschland, dort hier ist bestehende Anlage oder so. Sie machen das auch mit anderen Ländern übrigens so. Schon bei Pyeongchang haben sie gesagt, bauen keine Bobbahn, geht damit nach Japan. Oder? Sie es nicht wollen, also ist schwierig. Aber es ist tatsächlich so, oder? Man hat natürlich dort, dass passieren auch Fehler, es ist auch riesig, oder? Auch das IOC weltweit. Und ja, es ist nicht immer einfach, oder? Nachher eine grosse Institution, die weltweit ist, mit all den verschiedenen Kulturen und so weiter, die zu führen. Jetzt ist es ja so, also Sie haben gesagt, eben, jetzt gerade für diesen Jugendspiel hat man fest auf Nachhaltigkeit gesetzt, hat man sogar also innerhalb von der Schweiz, man hat nichts gesucht, an Bobbahn vielleicht neu zu bauen, sondern hat gesagt, okay, dann gehen wir halt nach St. Moritz, dort haben wir das alles. 2020 Nachhaltigkeit, das hat sich COC auf die Agenda geschrieben. Sie haben das jetzt live erlebt mit diesen Jugendspielen, haben das jetzt ein bisschen angetönt im Zusammenhang mit Pyeongchang. Viele sagen, es ist halt dann gleich bei den grossen Spielen nicht viel mehr als ein Lippenbekenntnis, weil auch unsere Nachbarländer, Deutschland, Österreich mit einer langen Olympiatradition, da ist es auch, die Bevölkerung sagt, nein, machen wir nicht. Ja, also ja, es wird auch in Zukunft schwierig bleiben, denke ich. Oder? Also jetzt hat man mal einen ersten Schritt gemacht. Ja, in der Schweiz spezifisch, oder in den demokratischen Ländern. Und es ist viel Geld. Es gelingt auch nicht, zu erklären, warum ein Land wie eine Schweiz von diesen Spielen profitieren kann. Es ist eine grosse Investition. Wir reden etwa von 1 Milliarde, die die Schweiz quasi investieren müsste. Es geht ja auch unter, dass zum Beispiel das IOC jetzt im Konkreten bei Sion 26 hat sie 900 Millionen beiträgt. Also 500 Millionen Cash, 400 Millionen
Dienstleistungen, das will man ja aber nicht so hören. Sie haben übrigens auch bei den Jugendspielen sehr viel geholfen, also finanziell, aber auch mit Leistungen. Und insofern muss mal jemand den Beweis dürfen antreten, dass es kleiner, bescheidener, vernünftiger, eben mit einem dezentralen Konzept, da hat vielleicht Lausanne jetzt etwas dazu beigetragen, dass man sieht, ah, es geht dezentral, oder? Man kann das machen. Und also wenn Sie das bewiesen ist, Hoffnungen auf 2016, also Cortina, Mailand, wenn ja, die das genau. können beweisen können, das genau. würde vielleicht wieder einen Stein ins Rollen bringen, auch in der Schweiz. Es wäre wieder, es würde zumindest zeigen, es ist möglich, oder, das Angst zu lösen. Also, Peking wird natürlich jetzt immer um die Ohren gehauen, das ist auch klar, oder? Das ist wieder etwas ganz anderes. Wobei, ob das nachhaltig ist oder nicht, Peking kann man meiner Meinung nach erst in 10, 15 Jahren fair beurteilen. Was passiert mit all diesen Booten und so? Was passiert, wird das genau, ist das wirklich ein Naherholungsgebiet, ein nachhaltiges für die Bevölkerung von Peking? Oder? Und das wird man dann, eben, heute würde ich mir es nicht anmassen, das zu beurteilen, ob Peking in einer langfristigen Erfolgsgeschichte ist oder nicht. Wir sind schon am Schluss von unserer Sendung. Ich möchte vielleicht noch kurz eine Einschätzung, und zwar wird die Medaillenseite einmal noch umkehren. Wir haben jetzt viel darüber geredet, was kostet es überhaupt an die Weltspitze kommen, was kostet so eine Olympiamedaille. Schauen wir sie doch einmal noch aus der Sicht des Athleten an. Mhm. Wenn man schaut, in Calgary 1988 sind in 46 Entscheidungen olympische Medaillen verteilt worden. In Pyeongchang 30 Jahre später 102. Das ist mehr als doppelt so viel, oder? Also die Exklusivität und die Nachhaltigkeit von so einer Olympiamedaille, ja. die verliert, oder täuscht das? Ja, also natürlich, es gibt viel mehr, oder? Aber es ist ein Olympiasieger, ist, bleibt man das Leben lang, oder? Ich glaube, das ist schon, man sieht so kaum nur schon Olympiateilnahme, oder? Also auch die Tätowierungen, die es da gibt mit den Ringen und so weiter. Oder? Das ist auch, es gibt natürlich auch irgendwie mehr verschiedene Sportarten, neue Sportarten, die vielleicht auch attraktiver sind für junge Menschen. Und nach wie vor glaube ich, dass, also sieht man auch, dass der Wert eigentlich von olympischen Medaillen mindestens emotional für einen Athlet unglaublich hohe Bedeutung hat. Und das ist das, was er vielleicht eben seit 20 Jahren darauf geschafft hat. Ich glaube, noch heute sind die meisten Athleten in den meisten Sportarten, nicht in allen, aber in den meisten Sportarten, wenn man sie fragt, was ist dein Traum, eigentlich ist es mal olympische Spiel oder dort eine Medaille zu gewinnen. Dann lassen wir den Spirit hier einmal stehen vorerst. Ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Sehr gerne. Das ist Nick. Nach den erfolgreichen Olympischen Jugendspielen in Lausanne und mit Ausblick auf Tokio im Sommer. Der Blick auf den Schweizer Spitzensport mit dem Direktor von Swiss Olympic, Roger Schnegg. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Mit den jüngsten Meldungen aus der Region geht es jetzt weiter im Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander. Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch